Advent ein Textlein brennt. Herzlich willkommen, Literaturzirkel. Schreib deinen Text. Wir sind Celine, Maya, Florian. Du Hardy. Psst. Sag mal, was schreibst du da eigentlich den ganzen Tag? Mann, Herbold, du störst. Ich schreibe einen Krimi. Ein Krimi? Wieso das? Bist du jetzt Schriftsteller? Tja, ob ich Schriftsteller bin? Machst du Witze? Ich bin der größte Schriftsteller der Welt. Ach ja, das ist mir aber entgangen. Wie viele Bücher hast du denn schon geschrieben? Noch gar keine. Das hier wird mein Debütroman. Ach so, dein Debütroman. Und wie kommst du dann auf die Idee, dass du der größte Schriftsteller der Welt bist? Mann, Herbold, weil es nicht auf Quantität, sondern auf Qualität ankommt. Es sind ja nicht alle Leser so oberflächlich wie du. Na, Celine, und du hast bestimmt gleich wieder einen ganzen Roman geschrieben, oder? Nein, noch nicht ganz. Was hast du denn geschrieben gerade? Na, ich schreibe weiter an meinem Roman über die psychologisch betreutes Wohnheim. Doch ein Roman, wusste ich doch. Psychologisch betreutes Wohnheim? Was soll das sein? Na, da sind so Jugendliche, die alle ein bisschen psychisch krank sind und die leben da alle zusammen. Kommt mir bekannt vor, von zu Hause. Lies doch mal bitte was vor von den psychisch Gestörten. Okay. Plötzlich hörte ich die Wohnungstür laut aufgehen. Erschrocken lief ich in den Flur. Dort in der Tür, die kalten blauen Augen schlitzend verengt und die braunen Haare ordentlich zurückgegelt, stand Diego. Hallo, Schwesterherz. Ich fürchte, wir haben noch eine Rechnung offen. So, und jetzt bist du dran. Woran schreibst du gerade? Ich schreibe gerade an einem Fantasy-Roman. Ein Fantasy-Roman? Wie, wo so Figuren vorkommen, die es überhaupt nicht gibt? Ja. Die nur ausgedacht sind? So, ja. Das finde ich ja ganz doof. Nein, finde ich nicht. Lies doch mal was vor, bitte. Okay. Wo kann sie nur sein? Ich traue mich nicht, nach ihr zu rufen. Am Ende würden wir doch wieder in die Hände meiner Mutter fallen. Ich renne bis zum Baum, wo ich sie zurückgelassen habe. Das war schon? Ja. Naja, also es war total gut, aber ein bisschen kurz. Ja. Na gut, die macht Spaß. Das sind Herbold und Hardy, die mal entstanden sind für so ein paar kurze Sketche für die Bühne, die ich mal vor ein paar Jahren allerdings schon geschrieben habe. Und davon sind zwei Sachen noch mal aufgeführt worden im Atrium. Und jetzt leben sie aber irgendwie noch fort und werden ab und zu auch noch mal mit neuen Texten geehrt. Allerdings zurzeit nicht auf irgendwelchen Bühnen. Das muss man noch mal sehen. Vielleicht kommt das auch noch mal. Seit wann machen wir diesen Schreibzirkel? Wir machen den jetzt seit Juli 2020 an diesem Ort. Und ich bin Peggy Lankens, leite die Schreibwerkstatt und freue mich eben darauf, hier einmal in der Woche zu sein. Und was machen wir hier? Also wie läuft das ab? Wir schreiben unsere Texte weiter. Das heißt, Texte, die noch in der Schublade lagen, werden vollendet. Und ich gebe Techniken weiter, wie man Texte eben auch wirklich zu Ende schreibt. Und auch neue Texte entstehen, neue Ideen entstehen, teilweise werden Bücher erarbeitet, Lesungen erarbeitet und so weiter. Und was würdest du sagen, warum sollen noch mehr Leute herkommen? Weil wir einfach eine tolle Truppe sind, ganz lustige Leute, wie man ja gesehen hat. Und es macht einfach mega viel Spaß, hier am Donnerstagabend zusammenzusitzen und zusammen Texte zu erdenken, sich vorzulesen, vorzutragen, zu korrigieren und auch immer wieder neue Ideen gemeinsam zu entwickeln.